So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir stehen hier bei so einem Parkplatz, bei einem Block, bei einer E-Station zum Autos aufladen und zum, keine Ahnung, immer noch Parkplatz halt so. Wir müssen jetzt ganz viel auf einmal machen, deswegen muss ich mal kurz überlegen, welche Reihenfolge. Wir haben nämlich eine Forschung bekommen, beziehungsweise ein Ticket von Tote Oma. Tote Oma hat mir ein Ticket gegeben für 6 Euro, also 6 Euro Warenwert, wo ihr eine Pose rausbekommt. Deswegen danke erstmal an Tote Oma, das so heißt jetzt auch hier mein Buddy, weil er mir das Ticket gegeben hat und dieses Video gehört ganz dir. Die normalen Forschungen möchte ich ja eigentlich für mich mittlerweile machen, weil mir das sonst alles zu stressig und zu viel ist. Aber welche, die nicht jeder hat, weil man die kaufen muss, die also nicht jeder sich kaufen kann, möchte ich trotzdem zeigen, dass man weiß, was da drin ist. Tote Oma hat mir jetzt dieses Ticket hier gegeben. Die ersten zwei Sachen hier ignorieren wir. Kommen zu frostige Festivitäten 1 von 4. 4 Seiten, auf der ersten gibt es auch schon direkt die Pose für 6 Euro. Drehe 10 Pokestops, fange 25 Pokémon vom Typ Eis, lande 20 Curveball-Würfe. Das wollen wir jetzt Richtung Einkauf ein bisschen nebenbei machen. Brauche ich bestimmt ein bisschen dazu. Und immer mal zeigen, was hier aus den Encountern hinten rauskommt, was auf den nächsten Seiten noch drauf ist. Das ist mein Plan. Grüße gehen raus an Tote Oma. Danke für die Pose, die werde ich natürlich dann anlegen. Der Buddy bist du, du bist der Buddy, fertig. Jetzt muss ich aber die Sachen hier oben auch noch machen, aber dafür suche ich mir eine andere Location. Ich muss ja erstmal alle Intros aufnehmen und Community Raid und alles hin und her, denn Dully Squad hat auch ein Ticket gegiftet, wofür man aber länger Zeit hat und was ich deswegen als zweites Video dann mache. Wir sehen uns also, wenn wir die erste Seite von Tote Oma abholen. So, es ist halt wirklich, wie ich es gedacht habe, während der Fahrt zum Kaufland mit dem Gotcha sind fast alle Aufgaben fertig geworden. Von dem 2-Euro-Ticket, guckt euch das mal an. Ich musste ein paar Sachen jetzt hier auf dem Parkplatz, Bären benutzen und fangen, damit das fertig wird. Aber das interessiert uns jetzt ja nicht. Wir müssen hier runter zu unserer anderen Forschung. Und da brauche ich noch 4 Eis-Pokémon und 4 Curveball Würfe. Hier sitzen Seemöpse rum. Das heißt, ich fütter trotzdem direkt eine Beere, ich curve und fange Typ Eis. Und dann müsste ich die oberen und unteren Aufgaben alle gleichzeitig abgeschlossen haben. Wenn wir das zweite Seemops noch antippen, dann fehlen nur noch 2 andere. Wir nehmen mal direkt Himbeere hier, curven nochmal. Dann haben wir Eis-Pokémon, wir haben Curveball-Würfe. Was ist noch Eis? Achso, hier vorne, es ist so weiß, ich habe es gar nicht erkannt. Hier sitzt doch ein Flampion, was auch Typ Eis ist. Wir auch wieder curven, wir auch wieder eine Beere benutzt haben. Und jetzt hier als viertes Pokémon dieses Keifel. Hier nehmen wir jetzt wieder eine Himbeere, nehmen aber mal einen besseren Ball und hoffen, dass der jetzt drin bleibt im ersten. Verwende 20 Beeren, okay, das ist alles fertig geworden. Ist der Rest auch fertig? Dann sind wir nämlich wenigstens mit der ersten Seite. Nein! Es fehlt immer noch eins. Das heißt, das Keifel ist nicht im Ball geblieben. Wir nehmen mal eine goldene. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, dass das Keifel im Ball bleibt. So, jetzt fange 25. Das passt. Wir gehen wieder runter und schließen die erste Seite ab von den frostigen Festivitäten. Haben jetzt hier, müssen wir reinschauen, was das ist. Ein Petsneef, okay, nehmen wir kurz mit, haben jetzt, ist halt immer voll dumm, dass du durch alles durchscrollen musst, haben jetzt hier drin ein Seemops, die können wir gleich bewerten, die aus den Forschungen kommen, bewerte ich ja dann sowieso immer, und so gucken, wie viel IV die haben, aus den Forschungen gibt es immer besseres, hier jetzt noch ein Pikachu drin, ich finde Seemops mit dem Schal halt mega süß, das ist so. Pikachu ist okay, neues Kostüm, aber Seemops ist einfach mein Favorit. Jetzt haben wir hier die heiße Kakaopose. Drücken hier mal drauf. Haben dann noch ein Galapandimos. Ich brauche eh noch Pandifrost als Dex-Eintrag. Das heißt, wir gucken kurz mal auf die Aufgaben, was wir im zweiten Kapitel machen müssen. Verwende 20 Beeren beim Fangen. Verschicke 25 Pokémon. Und fange 30 Pokémon vom Typ Eis. Auf dem Rückweg kann das Gotcha jetzt wieder 30 Pokémon fangen. 25 verschicken passt auch. 20 Beeren muss ich halt mal machen, wenn man irgendwo steht. Ich möchte aber jetzt direkt schon die Pose anlegen für Tote Oma. Dafür müssen wir jetzt hier in unseren Schrank. Müssen uns jetzt hier
Posen angucken, da ist die Kakaopose, oder? Guckt euch an, wie der jetzt Kakao schlürft. Das passt irgendwie nicht zu dem Outfit gerade. Was ist jetzt? Es hängt nicht, doch. Er schlürft zwar Kakao, ist aber nackig, das passt nicht. Wir brauchen noch ein schöneres Winteroutfit. Könnte man ja mit dem Code von NetGhost, da kriegst du einen Winterpullover, aber den werde ich mir nicht holen, den gibt's dann für euch. Dazu später aber mehr. So, wir haben vorhin vergessen, wir wollten doch noch die Pokémon bewerten, die wir aus der Tode-Oma-Forschung hatten von der ersten Seite. Das hat hier angefangen bei diesem Petsneef. Da können wir mal reingucken. Das ist nix. Das Seemops ist recht gut. Dann haben wir hier das Pikachu und am Ende das Galapandimos. Das haben wir vergessen, ist nicht schlimm. Hab mir jetzt wieder daran erinnert, dass ich das noch machen muss. Wir gehen mal zurück. Haben nämlich die zweite Seite fertig von der frostige Festivitätenforschung. Holen das jetzt mal ab. Hier ist noch ein Damierplex drin. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwas gelesen hatte, dass es kostümierte Showcases gibt während dieser zwei Events, also Teil 1 und Teil 2 von den winterlichen Feierlichkeiten oder wie auch immer das heißt. Ich sehe jetzt noch nichts. Ich habe bis jetzt noch keinen Showcase gesehen, aber heute am Montag, bei mir ist gerade Montag, wo ich das alles aufnehme, Community Raid, Forschung 1, Forschung 2, Forschung 5, noch was hin und her. Da ist ja dieses Kecleon-Event. Angeblich von 17 bis 20 Uhr ist ein geheimes Kecleon-Event am Start, wo es Kecleon-Showcases gibt. Vielleicht gibt es deswegen keine winterlichen Feierlichkeits-Showcases. Da oben ist schon der Mond als Sichel zu sehen. Aha, Labras ist nicht drin. Wir versuchen es nochmal. Labras, beruhig dich. Jetzt sieht der Hintergrund noch schon schöner aus. Diese Matschflecken sind zwar immer noch da, aber wenn es dunkel wird, sehen die Matschflecken nicht mehr so matschig aus. Und der Rest, der hinten ist, leuchtet dann plötzlich. Wir müssen kurz jetzt hier dieses Damierplex bewerten. Wir müssen das Botogel bewerten, was das Schlechteste ist, was du aus der Quest kriegen kannst. Wir haben ja Evoli noch am Start. Wir haben jetzt hier dieses Labras mit immerhin 15 Angriff. Labras habe ich ja gern genommen für die Hyperliga damals, aber bis jetzt GBL und ich sind, naja, nicht die besten Freunde. Winterliche Wünsche, das ist egal, das hat jeder von euch, da gucken wir jetzt nicht rein. Wir gehen wieder zu frostige Festivitäten. 30 Curveball-Würfe, 10 Geschenke an Freunde schicken und 40 Pokémon vom Typ Eis. Das versuchen wir jetzt als nächstes und melden uns zurück, wenn wir das fertig haben. So, wir wollen die nächsten Belohnungen abholen in der Forschung, aber ihr seht, es ist schon ein bisschen düster jetzt geworden. Ich bin jetzt extra auf einem Parkhaus, weil in der Stadt sieht es so dunkel aus. Auf dem Parkhaus sieht es ungefähr so aus. Hier wirkt alles noch ein bisschen heller. Denn da hinten ist irgendwie, geht da alles unter gerade, die Sonne. Es ist gerade mal 16.23 Uhr oder so. Und es sieht halt schon aus, in der Stadt ist alles dunkel, die Autos fahren alle mit Licht. Hier oben ist das letzte bisschen Helligkeit, Tageslicht irgendwie aufgefangen. Man sieht schön da oben auch so Abendröte in den Wolkenschleiern. Aber irgendwie auf der Kamera sehe ich absolut nichts. So, deswegen stellen wir euch jetzt mal hier hin. Wir werden jetzt den dritten Teil abholen, das dritte Kapitel. Das vierte muss ich aber dann morgen machen, egal was für Aufgaben kommen. Das vierte muss ich morgen machen, es wird mir sonst dunkel, ich habe ja auch kein Licht dabei gerade. Ihr seht auch, wenn wir jetzt im Spiel was andrücken, im Spiel ist es auch schon richtig dunkel. Hier sitzt Arctip, aber auch ja, der Hintergrund ist jetzt schön, diese beleuchteten Bäumchen, die da sind. Das passt schon, das passt schon. Ich fand es trotzdem schöner, immer so eine tolle Schneelandschaft, als es früher noch Wetter gab. Schneelandschaft, die Schneeflocken, die auf dich drauf gerieselt sind. Jetzt ist einfach da so dekorativ gemacht, aber irgendwie sieht es halt in jedem Ding gleich aus. Es bewegt sich nichts, es ist alles still. Gibt es gar kein Wetter mehr oder was? Früher gab es doch mal Wetter, ich sehe kein Wetter mehr. Haben die das jetzt ersetzt, indem sie da euch ein paar Bäumchen hinstellen mit Kügelchen dran? Also Halloween sah gut aus, das ist jetzt auch in Ordnung. Jetzt habe ich das mal hier weggefangen, was da saß. Wir sind jetzt auch so weit, dass wir bei dieser Gratisforschung, die jeder hat, nur noch Geschenke verschicken müssen. 5 Stück fehlen noch, dann kann ich alles abholen. Das mache ich dann aber erst am allerletzten
beim allerletzten Kapitel von unserer Tode-Oma-Forschung. Hier muss man 10 Geschenke verschicken. Bären verfüttern, 40 Eis-Pokémon fangen. Wir sind auf 3 von 4. Wir holen das jetzt mal hier ab. Was hier drin ist, da ist noch ein Pet Sneef. Wieso habe ich eigentlich gerade an den wilden Pokémon das gezeigt? Ist auch Quatsch. Da hier sind noch Pokémon drin. Daran seht ihr doch jetzt, was es gibt. Pet Sneef, Seemops. Mein Finger bleibt schon wieder hängen. Der Kreis macht Faxen. Was ist da denn los? Wir holen uns das nächste noch ab. Pikachu. Das Pikachu hätte ich gerne als Shiny. Ich habe noch kein Shiny Pikachu auf dem Habanero-Account, obwohl es natürlich immer diverse Event-Pikachus gibt. Das heißt, da könnte irgendwann mal eins kommen. Hier ist jetzt noch ein Glaziola. Da werfen wir gleich mal einen Hyperball drauf. Das ist mir ein bisschen wuchtig. Das ist nicht drin geblieben. Oder doch? Ist auf jeden Fall weg. Wir bewerten mal kurz. Hä? Normal wird es oben angezeigt, wenn es nicht drin geblieben ist. So, Pet Sneef ist 93er, Seemobs schlecht, Pikachu schon wieder 96er mitgenommen, Glaziola ist ganz okay, kann man machen. Was ich hier, oh, was ist das? Jurob, das Gotcha, hier, das dreckige Gotcha hat ein Jurob geklickert, gefangen in der Wildnis, das gab's jetzt auf dem Weg, okay. Was haben wir sonst noch? Ich muss ja gerade alle Kostümierten aufheben. Shiny Sonnenkern gab es auch noch zwischendurch. Das ist aber kein kostümiertes, das ist egal. So, was haben wir jetzt hier? Das ist egal, das ist egal, das ist auch egal. Wir müssen das 4. Kapitel vorlesen. Verschicke 30, erkunde 5 Kilometer, fange 50 Pokémon vom Typ Eis. Und das ist dann das letzte Kapitel. Und das machen wir noch in Ruhe, heute nicht mehr. Morgen müssen wir eh wieder in die Stadt. Mega Raid wollte ich noch machen. Da wieder Gotcha laufen lassen. Da fängt es bestimmt 50 Eis-Pokémon. Da fährt man rum. Schrittgeschwindigkeit, überall Ampeln und so Zeug. Da werden die Kilometer voll. 30 Pokémon verschicken. Das muss ich eh die ganze Zeit, weil der Beutel voll ist. Das machen wir morgen. Das war's von heute. Wir sehen uns aber gleich wieder im Video, wenn wir morgen dann den Rest abholen. Also irgendwie ist eben gerade Atem vorbeigelaufen, aber ja, egal. So, guckt euch an. Das ist hier. Das ist Meiningen, ne? Und das ist, da musste mal da hinten rein, da ist Natururin drin und schläft immer, glaube ich. So, ich muss mich noch mal ganz kurz zurückmelden, denn guckt euch doch mal jetzt an hier. Da ist schon Halbmond da oben, ne? Ich war fünf Minuten im Rewe. Ich habe gedacht, wenn ich einmal hier stehe, ich habe Durst, nimmst du 1 Euro mit aus deiner Mittelkonsole vom Auto, liegt 1 Euro drin, nimmst du 1 Euro mit, gehst rein, holst dir kurz eine Schwippschwapp. Schwippschwapp immer 59 Cent im Rewe, später mal 69 Cent, war immer noch günstiger als alles andere. 1 Euro reicht, 25 Cent Pfand kommen ja hinzu. Jetzt stehst du vorm Regal, Schwippschwapp 89 Cent. Mein Euro hat nicht gereicht. Ich wollte aber nicht nochmal zurück zum Auto hoch und was musste ich machen? Es gab ein was für 75 Cent, was genau 1 Euro gekostet hat mit Pfand. Und das ist diese Dose Spezi. Da würde sich der Iswo jetzt freuen. Spezi ist Spitze, beziehungsweise Iswo ist ja so ein richtiger Paulaner Spezi-Freund. Ich stehe jetzt hier unter so einer Laterne und das war's jetzt für mich. Ich laufe jetzt nach Hause, lauf zum Auto und fahre nach Hause. Bin schwer enttäuscht. Ich wollte nur eine Schwippschwapp. Von allen Cola, Orange gesöffen, von allen Spezi-Sachen finde ich Schwippschwapp immer noch am besten. Und jetzt muss ich Spezi saufen. Das ist so schlimm für mich. Aber ich habe Durst, ich habe Durst. Prost. Die hat so einen komischen, künstlichen Traubenzuckergeschmack da hinten drin, den du bei so Perlen, wenn du so eine Perlenkette hast für Kinder und frisst die auf, so schmeckt das im Nachhinein. Weiß ich nicht, das ist doch kein Orange Cola. Das ist doch extra wieder Plörre Deluxe. Aber ich finde irgendwie die Location finde ich cool und das Bild. So, Gruß, Prost an tote Oma, ne? Danke für die Forschung und morgen gibt's vielleicht Schwippschwapp. So, es ist der nächste Tag. Ihr seht, es ist gar nicht dunkel. Es ist schon wieder hell, aber ich bin immer noch hier, beziehungsweise schon wieder hier auf dem Parkhaus.
Wir müssen nämlich schon wieder einkaufen und die Aufgaben sind fertig. Und ich werde den Rest, solange Pupsi kurz im Aldi ist, werde ich das kurz hier aufnehmen. Und dann werden wir zusammen nochmal Rewe gehen. Guck doch mal, wie schön das jetzt aussieht, wenn es tagsüber ist und alles hell ist. Und hier, ja, das Parkhaus, das Parkdeck ist auf jeden Fall mega riesig. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wir nehmen das jetzt hier als Hintergrund. Das sieht lustig aus. Und da muss ich dann runter. Aber erstmal schmeiße ich euch hier drauf. Ich habe auch meine Kleidung geändert im Spiel. Ich weiß nicht, in welchem Video ich das schon gesagt oder gemacht habe, aber wollte ich ja machen, dass das alles besser aussieht. Das Giveaway dürfen wir auch nicht vergessen. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein. Gehen in den Heute-Tab. Das sind die winterlichen Wünsche. Die holen wir jetzt gleich mit ab. Hier haben wir nämlich einen Seemops. Wieder überall einen Ball drauf zimmern, fliehen. Seemops mit Schal. Ich habe gesehen, mittlerweile sind auch diese kostümierten Showcases aktiv. Hier ist ein Evoli drin. Ich habe vorhin ein Botogel gefangen. Da stand gleich wieder dort, Packs in Showcase in deiner Nähe. Also muss ich dann mal schauen. Es ist jetzt genau 11 Uhr. Ab 10 Uhr sind die wahrscheinlich da gewesen. Gestern an dem Tag gab es bei mir Kecleon Showcase. Und das hier nehme ich gerade am Dienstag auf. Ob ihr das jetzt am Mittwoch seht, ob ihr das am Donnerstag seht, ob ihr das am Freitag seht, das weiß ich leider noch nicht. Es ist die Woche alles ein bisschen durcheinander. So viele Videos mit einmal an einem Tag aufgenommen und dann musst du die Woche über irgendwie verteilen. Dann redest immer irgendwas und dann ist das gar nicht mehr so, wie du es gesagt hast. Da war noch ein Damierplex drin. Hier ist noch ein Flannival drin. Da haben wir auf jeden Fall ein 100%iges bekommen in der Forschung vom Dulli Squad. Deswegen habe ich das auch einfach Dulli Squad genannt. Mein Flannival, was ich hatte, das ist der Rest hier von Winterliche Wünsche. Noch ein Pandimos, muss ich immer noch Pandifrost entwickeln für einen Pokédex-Eintrag. Und das sind die Reste von der Tode-Oma-Forschung. 4 von 4 frostige Festivitäten dank Tode-Oma. So muss ich das auch irgendwie nennen. Ich muss den Titel irgendwie mit reinbringen. Hier ist nochmal Damierplex drin. Wäre ja richtig cool gewesen, wenn da irgendwo jetzt ein XL dabei gewesen wäre. Von den ganzen kostümierten oder hier Botogel in XL wäre richtig krass, da ich ja vorhin schon einen Botogel Showcase entdeckt habe in der Nähe. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, wo er ist, aber den würde man auch wieder finden. So, jetzt den Rest abholen. Hier ist noch eine Brutmaschine drin. War also nicht nur Anton, war also nicht nur die Pose, sondern auch eine Brutmaschine. Juhey! Aber ich würde niemals 6 Euro für eine Pose ausgeben und eine Brutmaschine. Dann lieber 2 Euro für 4 Raid-Pässe. Ich habe trotzdem natürlich die Pose angelegt. Guckt es euch nochmal an. Das Outfit ist ja ein bisschen geändert. Ich schlürfe meinen Kakao dank Tode Oma. Wir wollen jetzt mal kurz bewerten, was haben wir jetzt alles eingefangen hier. Ab dem Seemops haben wir, glaube ich, angefangen. 2 Sterne, 15 Angriff. Ist hier jetzt noch was Gutes dabei? Denn immer wenn die aus den Quests sind, haben die ja Mindest-IV. Hier ein 96er Pandimos, auch neuer Rekord von der Größe her. Rest ist unspektakulär. Das Anton könnte aber das Beste sein, was ich jetzt von dem kostümierten Anton habe. Kann man ja auch entwickeln. Komm, wir gehen noch mal kurz auf Anton. Nee, gehen wir nicht. Wir machen irgendwann mal ein Entwicklungsvideo oder so für die fehlenden Pokédex-Einträge. Haben wir das auch drin. Jetzt bin ich hier nämlich fertig. Dort bin ich fertig. Und euch fehlt noch das Giveaway. Der 3. Weihnachtspullover dank NetGhost. Und dafür gehen wir kurz hier rüber. Denn NetGhost hat gesagt, seine Kollegen haben einen Amazon Prime-Code. Da könnt ihr diesen super Pullover bekommen in Pokémon Go, wenn ihr den Code eingebt. Der ist einmalig anwendbar, also der Erste, der den eingibt, der kriegt dann den Pullover. Das ist dann der Code ZDC2V4G4CXLFV. Macht halt Pause, schreibt es euch auf. Im Ingame-Shop könnt ihr das ganz unten bei Promo-Codes einfach eingeben, wenn ihr bei Android unterwegs seid. Ansonsten, wenn ihr Appler seid, dann müsst ihr halt auf Niantic.rewards irgendwas auf die Seite, müsst das dann da eingeben. Das ist immer ein bisschen komplizierter bei Apple, deswegen hier, damit kann ich auch nichts einlösen. Ich mache das auch immer über ein Android. Wer den ersten Pullover bekommen hat, weiß ich leider nicht. Das ist ein bisschen durcheinander. Einer schreibt immer zu, ich, hier ist mein Trainercode. Ist das ein Troll? Ist das ernst? Ich weiß es nicht. Der ist ein bisschen gut unterwegs. Beim zweiten, das Video müssen wir noch hochladen. Und das ist das 3. Video, das letzte Video dann von den Forschungen. Danke an Tode Oma.
weil deins die teuerste war, das teuerste Ticket, werde ich auch meinem Buddy weiterhin erstmal Tode Oma nennen und so lassen. Dooley Squad ist ja jetzt ein Pokémon in meiner Sammlung, ein 100er. Und Dooley Squad hat sein eigenes Video bekommen. Danke auch dafür. Danke einfach für alles. Ich gehe einkaufen. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr euch die Pose geholt? Habt ihr euch das Ticket geholt? Eins der Tickets? Schreibt es mal rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und guckt euch die Location an. Noch aus hier.